Wenn du, wie von uns vorgeschlagen, in Schruns die Bahn bis Bludenz genommen hast, raten wir dir, den Bus bis Brand zu nehmen, um die Runde zu starten. An Heustadeln vorbei erreichst du die Talstation der Lüner Seebahn. Natürlich kannst du über den bösen Tritt zur Douglas-Hütte aufsteigen. Nimmst du aber die Bahn, hast du noch Zeit, den See zu umrunden. Letzte Talfahrt der Bahn. Die letzten Tagesgäste verlassen den Lüner See. Es wird ruhig hier oben. Es ist windstill. Die Wolken spiegeln sich auf der Wasseroberfläche. Die Douglas-Hütte scheint auf der Staumauer erbaut zu sein und bietet den Gästen einen freien Blick über den See. An der Hütte angekommen, lässt es sich draußen wie auch in den zwei behaglich eingerichteten Gasträumen gut sitzen. Ob eine ausgedehnte Bergtour auf die Cesaplana oder eine Tour um den See, die Douglas-Hütte bietet allen etwas. Gerade auch für Kinder, die hier oben herzlich willkommen sind, ist bestens gesorgt. Sei es im Frühsommer oder Herbst, den Seerundweg zu begehen, ist immer eine Augenweide. Von der Hütte links weg geht es zu Beginn kräftig bergan. Am Abzweig zur Lüner Grinne wieder abwärts gehend, zeigt sich dann die Hütte über dem See von ihrer besten Seite. An der höchsten Stelle des Seeweges siehst du dann die Todalbhütte. Dahinter zeigt sich die mächtige Cesaplana, von der Douglas-Hütte aus in knapp 3 Stunden erreichbar. Kurz ist die Lüner Grinne zu sehen, die du morgen auf dem Weg zur Hüter Hütte überqueren musst. Hinter der Hirtenhütte ist nun auch wieder die Douglas-Hütte ins Bild gerückt. Frühjahrsblüher mit ihren satten Farben oder schon verblüht, schön anzusehen sind sie allemal. Dazu noch der See im Hintergrund, Fotomotive im Überfluss. Ein neues Hoch bekämpft die letzten Wolken über dem See und treibt sie den Bergspitzen zu. Auch die Murmeltiere sind jetzt wieder zu sehen. Neben diesen wirst du auf der Montafonrunde jeden Tag aufs Neue einen Wildreichtum bestaunen können, wie sonst nirgendwo. Zurück an der Hütte heißt es nun, das Quartier zu beziehen. Die feuchten Sachen in den Trockenraum, dann ab ins Zimmer oder Lager.
Ist die Hütte nicht voll belegt, hast du die Qual der Wahl. Den Blick auf den See oder ins Brandnertal. Am besten, du kommst nochmals wieder, dann kannst du beide Ausblicke genießen. Ob Katzenwäsche am Waschbecken oder eine warme Dusche, bleibt dir überlassen. Danach wird dir aus der Küche ein deftiges und schmackhaftes Essen, gepaart mit einem sehr ansprechenden Service, sicher einen angenehmen Abend bescheren. Ich nehme gerne Besteck, ne? Merci. Eine sternenklare Nacht. Der Mond zeigt sich in fast voller Größe. Dann der Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen. Auf zur Hueter Hütte.